Himmlisch? Ich heiße Helen Love und bin pensionierte Künstlerin. Ich bin die einzige in der Stadt, die noch live spielt. Mit meinen eigenen Händen ein Klavier zum Klingen bringen kann. Klavier? Das ist untertrieben. Es ist ein Bösendorfer Flügel. Er wurde eigens für mich, also für Miss Love, für die Auftritte aus dem Museum bereitgestellt. Miss Love. Nein, ich fühle mich nicht als Miss Love. Ich bin für mich Helen Love. Hell and Love. Mittwoch. Nachmittag, 7. April 2077, München in der Stadt. Ein Wind weht von Süden und zieht mich hinaus auf See. Ich bin 74 Jahre alt, mittelschlank, nicht zu schlank, wie C. Kaufmann zu ihrer Zeit war mit 70 Jahren. Ich musste immer an sie denken, da ich mein Gesicht mit einer ihrer Creme-Kreationen pflegte. Auch heute wieder, Mittwoch, am frühen Abend. Während ich hinten im Taxi saß, der Taxifahrer oder besser der Chauffeur wusste, dass er nur langsam und sanft um die Kurven fahren durfte. Ich, Miss Love, mag es nicht, mich auf der Rückbank festhalten zu müssen, wenn ich mitten auf dieser Rückbank saß. Dann nach vorn gerutscht war, zwischen den beiden Vordersitzen, und mit meinem Baby, so nannte ich den von meiner Agentur bereitgestellten Fahrer, über die Liebe, das Leben und Frauen und Männer redete. Und das gehaltvoll, nicht herablassend. Innerhalb der 12 Minuten vom Theater zu meiner Wohnung. Dann winkt mir der großen Freiheit. Baby, du warst schon bei den Zugaben im Saal? War ich gut? Wie war das Publikum? Waren Prominente da? Miss Love. Alle hatten einen Scharfblick auf ihr Kleid. Miss Love. Keiner hörte mehr eine Note und Virtuosität ihres Spiels. Aber das war Absicht, ihr Abendkleid so zu wählen, nicht wahr? Ich hatte ein schwarzes Kleid gewählt. Mit schmalen Trägern, die erst breiter waren und dann schmaler wurden. Und dann auf der Schulter, nur noch hauchdünn. Der breite Teil der Träger, oder sagen wir besser, er war einem breiten Band ähnlich, hatte die Aufgabe, meine Brüste zu bedecken. Meine sehr großen Brüste waren somit sichtbar, als wären sie nackt. Und die Träger boten auch von der Seite direkt tiefen Einblick in meine Nacktheit. Denn ich trug nur dieses Kleid, sonst nichts. Meine Haare waren schwarz, ein Rundumschnitt, unsymmetrisch. Unsymmetrisch. Links fielen die Haare, die bis zum Kinn reichten, etwas weiter in mein Gesicht.
Rechts waren sie auch oben etwas kürzer geschnitten, hinten im Nacken hoch ausrasiert. Sehr erotisch. Dazu eine silberne kleine Strähne, oberhalb beginnend. Dann seitlich rechts nach unten führend, bis vor meine längeren Haare, die ins Gesicht hängen. Ich trug silberne Armreife und rauchte auch, während ich spielte. Das mochten die Zuschauer besonders gerne, diese Einlagen, wenn ich den Qualm in den Saal blies. Von einer Zigarette gezogen hatte, die fest in einer Halterung auf dem Klavier montiert war. Du meinst, alle waren lüstern? Niemand hat gespottet? Ich ragte nun mit meinem Kopf zwischen den Vordersitzen hindurch und war mit meinem Gesicht nah am Mund von Baby, der mich jetzt schon küssen könnte, wenn er nur den Kopf drehen würde. Miss Love, so gut wie Sie aussehen, da kann ich Ihre Anwesenheit vor dem Klavier sitzend auch als Klavierschmuck bewundern. Da bräuchte ich keinen Ton mehr zu untermalen. Die Zuschauer sicher auch nicht. Weißt du, Carol, die meisten Kerle sind entweder schwul, alt oder hässlich. Sie haben sicher vor viele Frauen hier jetzt gesprochen. Es gibt so einige Männer, die mich angeschrieben haben, die alle scheiße aussehen. Das ist ohne Witz. Das ist nicht mal mein Fall. Ich brauche einen Schönling, einen richtig geilen Mann, wo ich richtig denke, boah, den würde ich gerne ficken. Also jetzt ohne Scheiß. Sie hörten aus unserer Serie Ehrliche Beziehung leben, den Teil, sag es wie es ist. Einen schönen Abend und auf Wiederhören. Wiedersehen, Baby. Wiedersehen, Baby. Ich will ganz offen dir gestehen. Meine Stimme war nun eine Mischung zwischen Müdigkeit und Lust. Der Wagen hatte das Wohnhaus, ein vierstöckiges Haus mitten in der Stadt, zugehörig zu einer Straße, in der alle Häuser fast gleich aussahen, Reihenhäuser erreicht. Hielt etwas seitlich mit laufendem Motor. Es war 6 Uhr morgens. Hast du mich als Schmuck bezeichnet? Kein Wunder, bei den Augen, die du machst, Baby. Meine Stimme war nun eine Mischung zwischen Müdigkeit und Lust. Der Wagen hatte das Wohnhaus, ein vierstöckiges Haus mitten in der Stadt, zugehörig zu einer Straße, in der alle Häuser fast gleich aussahen, Reihenhäuser erreicht. Hielt etwas seitlich mit laufendem Motor. Es war 6 Uhr morgens. Baby drehte sich und streifte einen Träger meines Kleides herunter, sodass meine linke, große, volle Brust frei wurde und mein großer Warzenvorhof mit meiner großen Brustwarze dem Ambiente des Wageninneren urplötzlich
eine ordinäre, liebliche Dominanz verlieh. Vertraulich und warm strahlte meine vollrunde Brust ihn an. Die sehen immer noch sehr gut aus. Aber sympathisch sind sie nicht. Denn sie lässt mich jetzt allein in meinem Taxi und in meinem Elend heimfahren. Baby öffnete seinen Mund und saugte Helens Brustwarze so weit er konnte in sich hinein. Ach, ein köstlicher Abend, wirklich. Er hatte seinen Blick dabei auf die dunkle Straße gerichtet. Ich machte eine kleine Bewegung nach hinten, sodass sich Babys saugender Mund von meiner Brust unfreiwillig löste. Diese Luft hier, wie Champagner. Ach, ein köstlicher Abend. Wirklich. Luft wie Champagner. Das klingt gut, Miss Love. Ich wollte, ich würde keine bekommen. Und hätte ihre Brust bis morgen früh im Mund. Sie haben auch poetische Fähigkeiten. Vielleicht sollten Sie schreiben. Baby, das ist nicht von mir. Es ist aus Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Oh, es ist mir unbegreiflich, wie ich das überhören konnte. Sehen wir uns morgen Abend. Baby wurde jetzt persönlich, als ob er Helen schon länger kennen würde. Dabei berührte er mit Zeigefinger und Daumen ihr Kinn, drehte ihren Kopf, der immer noch auf die Straße schaute zu sich. Schaute ihr in die Augen. Ja, komm morgen 20 Uhr. Ich werde dann mit den Vorbereitungen für übermorgen fertig sein. Ich kann dann bei dir bleiben bis zum Konzert übermorgen Abend. Miss Love, ich werde morgen pünktlich da sein. Gott sei Dank stehe ich auf Frauen in deinem Alter. Oh, du bist immer so nett, Baby. Du könntest mir gefährlich werden. Aber eines noch. Hier ist eine Adresse. Bitte fahre morgen zu ihr. Sie wird dich erwarten. 17 Uhr. Sie wohnt nur 5 Minuten von hier. Helen gab Baby eine Visitenkarte. Salambo. Wer ist das? Eine Frau, Baby. Und ihre Brüste warten auf dich. Ich möchte, dass du sie vorher triffst, bevor du morgen zu mir kommst. Oder hast du etwas gegen junge, kleinere Titten? Im Gegenteil. Gut, dann ist das ja Glück. Sie ist ein hübsches Zimmer. Bis morgen, Baby.